Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Vorstellungsvideo. Und heute geht es um eine erneute Verlängerung in Sachen der Hobbit, und zwar um die Extended Edition von Smaugs Einöde. Gut, man kann natürlich hier auch wieder davon reden, wozu brauchen wir denn eine Kinofassung? Viele werden sicherlich fast über ein halbes Jahr nach dem Release der Kinofassung auch gewartet haben, bis diese VÖ rauskam. Ich muss sagen, ich brauche Kinofassung und Extended Edition. Ich bin total süchtig nach diesem Film. Ich mag diese Filme einfach, ich weiß auch nicht. Und Warner selber setzt hier diesen Trend fort, den sie auch schon mit der ersten VÖ von einer unerwarteten Reise gemacht haben. Deswegen habe ich auch hier einmal mehr zur DVD-Version gegriffen, denn die ist die einzige, die auch wirklich ein Digipack ist. Es gibt zwar Production Shots von der Sammler-Edition auf Blu-ray, wo auch ein Digipack abgebildet ist, gibt es da allerdings nicht. Da gibt es, wie so oft, nur ein popliges Keepcase mit einem schönen Pappschuber, kein Wendecover. Finde ich ein bisschen schade an dieser Stelle. Während es die Kinofassung auf Blu-ray komischerweise in der normalen Standardversion mit Wendecover gab. Keine Ahnung, ist an dieser Stelle auch ziemlich verwirrend, aber auch mir in dieser Hinsicht auch völlig Mullewappe. In erster Linie habe ich für diese Edition 19,99 berappt bei Müller, muss ich sagen, wirklich adäquater Preis, wirklich auch passend, wobei ich sagen muss, ja, DVD ist ein Medium, was ich mir nach wie vor gern hole. Es gibt halt viele Filme, die gibt es nach wie vor noch nicht auf Blu-ray, und für den Preis und auch letzten Endes von der Verpackung, von der Kontinuität, konnte ich da definitiv nicht Nein sagen, habe mich auch drauf gefreut, obwohl ich sagen muss, dass die 3D-Version sicherlich definitiv das beste Cover hat, aber das hier ist auch nicht schlecht. Und bevor wir jetzt im Allgemeinen zu den kleineren Details dieser VÖ kommen, schauen wir natürlich nochmal auf den beiliegenden Fresszettel. Der allerdings anders, das hier ist noch vom ersten Teil, nicht aus einem recht stabilen Karton ist, sondern diesmal mehr aus eher dünnerem Papier ist. Übrigens war das hier unten angebracht, beim anderen war das hier oben angebracht, keine Ahnung wieso. Ja, und schauen wir uns hinten auf jeden Fall nochmal die Zusammenfassung der technischen Details an. Also das Ganze geht diesmal 25 Minuten länger, gut 179 Minuten auf DVD. Der Film wurde auf zwei Teile natürlich verteilt. Und hier natürlich noch eine Zusammenfassung der Extras. Wobei ich sagen muss, die Extras sind wieder sehr ausladend, sehr informativ. Es ist natürlich gegenüber den Extras, die es bei Kinofassung gab, hier natürlich komplett neues Material. Muss ich sagen, wirklich sehr schön, sehr ausführlich. Also da wird man regelrecht erschlagen, das muss man einfach mal sagen, was das Bonusmaterial angeht. Natürlich auch ein Audiokommentar und natürlich hier auch die einzelnen technischen Details. Was ich dann jetzt letzten Endes noch zu der Extended Edition sagen will, ist eigentlich für all diejenigen, die denken, es gibt hier mehr Action, muss ich leider sagen, nein, es ist wieder mehr Character-Telling, es sind teilweise mehr Dialogszenen, es sind vor allem Charaktererweiterungen, wie ich am Anfang gesagt habe, das Character-Telling, was vor allem Beorn betrifft. Es betrifft dann auch eine andere Figur, die am Anfang des Films erwähnt wird, mit der Thorin natürlich in gewisser Weise auch in Verbindung steht, die ja auch eine Szene bekommt. Smaugs Auftritt selber wurde nicht verlängert, hätte ich mir gewünscht, aber egal. Also die Szenen, die allerdings vorkommen, sind passen gut rein. Also einige Figuren bekommen auf jeden Fall mehr Platz. Ja, jetzt kommen wir natürlich zur Verpackung. Und ich muss sagen, das ist wieder ein sehr hochwertiger Schuber geworden. Sehr hochwertig, sehr schön verarbeitet mit diesen ganzen Details hier. Mit diesen ganzen Maserungen. Und natürlich hier oben der Schriftzug. Extended Edition ist sogar noch mehr geprägt hervorgearbeitet als der vom ersten Teil, was schon ein bisschen komisch ist an dieser Stelle, aber ich muss sagen, an sich. Und hier ist natürlich das Covermotiv mit Bilbo im Erebor drin und dann natürlich das Auge von Smaug dahinter. Sieht wirklich, muss ich sagen, sehr schön aus, hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Und an der Seite genauso, ebenso die ganzen Schriftzüge sind hier allesamt geprägt. Wirklich sehr schöne glatte Oberfläche, fühlt sich wirklich sehr schön an, ist auch sehr hochwertig verarbeitet. Und auf der Rückseite wird natürlich, ja, es ist natürlich ein anderes Motiv wie beim ersten Teil. Ja, geht hier mehr so in Richtung Arkenstein, sieht wirklich schön, auch diese Maserung, diese Einsprengsel, die man hier so reingesetzt hat, wirklich sehr sehr schön und sehr hochwertig verarbeitet, wie man es auch von den Digipacks
der Herr der Ringe Trilogie kennt. Jetzt gucken wir uns natürlich nochmal, bevor wir natürlich uns das Digipack selber anschauen, stellen wir natürlich die beiden noch nebeneinander und schauen, wie sich das Ganze dann letzten Endes sammlertechnisch im Regal macht. Und ich muss sagen, passt eigentlich relativ gut zueinander, auch von der Verarbeitung her. Passt sich jeweils dem Look, der Stilistik eines jeden Films an, ist auch von der Breite her eine wirklich gute Zugehörigkeit. Also muss ich sagen, richtig gut. Das macht sich definitiv gut in der Sammlung und ein bisschen Kontinuität hat ja noch nie geschadet. Jetzt gucken wir uns natürlich noch das Digipack im Innern an. Und das ist auch wieder sehr dick, sehr ausladend ausgefallen. Hier natürlich die Rückseite auch nochmal das gleiche Motiv wie beim Schuber selber, nur hier mit den Credits noch. Dann auf der Vorderseite ist auch nochmal wie obligatorisch nochmal das Bild vom Schuber selber abgebildet. Es gibt hier natürlich noch ein paar andere Motive. Hier gibt es natürlich noch ein Bild selber vom Lonely Mountain, vom Erebor. Ich hoffe, ihr könnt es sehen durch die Spiegelung. Eine schöne Karte. Dann gibt es hier noch auch ein richtig schönes, tolles Artwork selber hier mit Smaug. Sieht auch wirklich richtig großartig aus. Ja, und jetzt kommen wir natürlich dann zum Inneren. Erstmal, wie üblich, auf der Seite gibt es hier nochmal eine Zusammenfassung selber zur Extended Edition, was die Discs nochmal angeht, was sich da drauf nochmal befindet. Ist eine wirklich gute Zusammenfassung, ist wie beim ersten Teil, also wirklich, dass hier auch eine gewisse Gleichheit gespart wird. Hier sind natürlich die Discs, die auch wirklich wieder mit sehr vielen schönen alternativen Zeichnungen, Artworks daherkommen. Hier natürlich von der Behausung von Beorn, wo die Zwerge hinfliegen. Dann natürlich hier, das war glaube ich die Brücke von Dol Guldur. Dann natürlich, damit ihr das auch noch komplett seht, die Rückseite. So sieht das Ganze aus. Das ist hier natürlich dann im Düsterwald, als die Zwerge so richtig psychedelisch zugenölt werden. Ja, und ihr seht, also es ist ein wirklich schön gemachtes Digipack. Und hier kommen wir natürlich noch zu den drei Bonus-Discs. Hier haben wir natürlich einmal Seestadt. Auch, muss ich sagen, sehr schön gemacht. Also so individuelle Gestaltungen gefallen mir in der Regel sehr gut, aber sind im Moment oder in letzter Zeit sehr selten geworden. Hier natürlich dann auch nochmal dieser Waldabschnitt vor Dol Guldur. Ja, Wilderland selber. Hier natürlich auch nochmal ein Artwork-Design natürlich vom Inneren des Palastes von Thranduil. Und natürlich dann letztere natürlich letztere Bonus-Disc hier natürlich mit einem Artwork von Smaug. Und hier selber hin ist Smaug auch nochmal drauf, also nochmal das Innere von Erebor. Und so sieht das Ganze quasi in einem Rutsch aus, wenn man es sich anschauen würde. Also sieht wirklich, muss ich sagen, vom Weiten könnt ihr es so sehen. Sieht wirklich sehr. Also ich muss sagen, ich find diese Gestaltung finde ich wirklich sehr schön. Ja, eigentlich mehr kann ich dazu nicht sagen, nur halt, man muss letzten Endes für sich entscheiden. Viele fanden schon die Extended Edition vom ersten Teil überflüssig, viele fanden ja schon die Kinofassung von Smaugs Einöde RC und langweilig. Auf jeden Fall für Fans des Hobbits im Allgemeinen oder auch für Freunde von Digipacks und so weiter und so fort, im Allgemeinen kann ich hier eine definitive Empfehlung aussprechen. Ist leider nur die DVD-Variante. Ich weiß nicht, warum sie es bei den Blu-rays so nicht machen. Es gibt ja nebenbei, gibt es ja noch auf Blu-ray noch die beiden ersten beiden Extended Editions jeweils in der Steelbook-Version. Aber irgendwie, ich kann dieses ganze VÖ-Gedöns, was hier Warner immer so macht, das kann ich irgendwann auch irgendwie nicht mehr so richtig nachvollziehen. Die Blu-ray-Version hätte sich im Digipack auf jeden Fall auch richtig gut gemacht. Aber in dieser Hinsicht blieb das Ganze, dieses Komplettpaket, auch wenn die Technik der DVD sicherlich dann etwas hinter der von der Blu-ray zurücksteht, nur der DVD-Variante vorbehalten. Aus welchem Grund auch immer. Naja, bevor ich mich jetzt weiter verhasple, hoffe ich auch, dass euch dieses Vorstellungsvideo zu der Extended Edition von der Hobbit The Desolation of Smaug oder Smaugs Einöde hier in der DVD Digipack-Version gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video. Ciao, euer Chris.